Guten Abend. Herzlich willkommen zum fast schon Wochenende-Stream, ne? Der Stream war heute, stand so ein bisschen auf der Kippe. Habe ich ja auch auf Twitter und im Discord geschrieben. Weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich rechtzeitig zu Hause bin. Also eigentlich hatte ich eher sogar vermutet, dass das nicht der Fall sein würde. Weil ich wollte einem Kumpel helfen. Der wollte im Garten was zusammenbauen. Das klappt jetzt, oder klappte heute nicht. Aus verschiedenen Gründen. Es wird jetzt Samstag stattfinden. Mal gucken, wie ich die Zeit am Samstag einteile. Ja. Deshalb bin ich so schnell zurück. So. Aber ich werde hier einfach mal gucken, dass wir hier weiterspielen können. Ne? Weiß jetzt nicht, wo genau ich gewesen bin, aber wir schauen einfach. Ne? Ich weiß noch, dass ich da eine Mobot-Erweiterung gefunden hatte zur Audioanalyse, die ich gerne bauen möchte. Und dann können wir zum anderen Planeten zurückkehren. Ja. Aktuelle Aufgaben, die Station untersuchen. Die Luft wiederherstellen. Hallo, Kante. Ja, ganz schön viel los. Hast ja, naja, hast ja mitgekriegt, was ich gesagt oder zumindest, was ich geschrieben habe, ne? Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Kann sein, dass in den nächsten Tagen ein oder zweimal Streams ausfallen. Nordisch, hallo. Bei mir ist alles ziemlich gut sogar. Erzähle ich gleich. Kann sein, dass in den nächsten Tagen ein oder zwei Streams mal ausfallen. Unter Umständen vielleicht. Aber ich habe ja demnächst Urlaub, da kommt dann wieder mehr. Na, also übernächste Woche habe ich mehrere Tage Urlaub und die Woche darauf auch. Da würde ich ausgefallene Streams, wenn es denn welche gibt, mehr als nachholen, sage ich mal. Ne? So, also, kann ja kurz erzählen. Also eigentlich total, absolut. Generell gibt es überhaupt nichts, was, naja, nichts Herausstechendes. Es geht mir einfach grundsätzlich ganz gut. Mit der Arbeit gerade, naja, also ich bin mit mir selbst im Reinen bei der Arbeit, sagen wir mal so. Es ist da ein bisschen frustig ist es da immer, aber ich bin damit im Reinen sozusagen. Meine Abnehmerei funktioniert gut, ich fühle mich gesund, ich fühle mich wohl. Geht natürlich besser, geht immer, aber, ne? Und, naja. Und ich habe jetzt zwei Dinge werden sich hier in der Wohnung verbessern. Einmal dieses olle Thema mit den Gardinen. Das kommt jetzt halt irgendwie in, keine Ahnung, 6 Wochen oder so. Und das zweite ist, ich habe beschlossen, mein Kühlschrank ist zu klein, habe einen neuen gekauft. Also bestellt. Und dann gleich so ein 2-Meter-Dingen für knappen Tausender mit Gefrierfach und allen Schengel und Dengel, ne? Weil ich bin ja jetzt in letzter Zeit doch, man glaubt es kaum, ich kann es kaum, also ich glaube, ich glaube es kaum selbst, dass ich das sage, aber ich bin sehr deutlich mehr am Kochen und so weiter und am frische Nahrungsmittel verwenden. Und dann brauche ich das wohl, ne? Hey, Cherubim, guten Abend. Willkommen. Brauche ich sowas? Hilft nichts. Das olle kleine Ding ist halt voll. Überstopft und ich kann noch nicht mal alles reinstecken. Ne? Grimgos into Cooking Frenzy, naja. Ich habe ja auch den Cooking Simulator gespielt. Den habe ich irgendwie Bock drauf, den am Wochenende auch wieder zu spielen, ne? Schön gesagt, Kante. Ist eine gute, immer voll kühl und verschlossen. Schön gesagt. Ja. Also habe ich bestellt, also nicht bei Amazon oder sowas, sondern wieder bei einem lokalen Laden hier, ne?
Hab den, also fand ich ganz legitim. Ich habe im Internet geguckt, einen großen Kühlschrank, Cherubim. Schönen großen Kühlschrank, der meinen kleinen Ollen da ersetzt und der auch ein richtigen Bereich, so einen richtigen Abschnitt für Tiefkühlen hat und nicht nur irgendwie so gerade sowas, was vielleicht eine Pizza irgendwie kalt hält oder so, ne? Also habe ich denen gesagt, hier, ich will einen Kühlschrank so und so einen, habe ich mir rausgesucht, gibt es bei Otto für 899. Ich würde es aber lieber bei euch kaufen. Also hier im Laden, hier im Ort, ne? Gut, da ist es ein bisschen teurer, aber nicht viel teurer. Und dafür habe ich ihn halt vor Ort gekauft. Und außerdem liefern sie und so weiter und so fort, ne? Am 16. kommt der. Am 16. Ja. Und das ist jetzt irgendwie total unspektakulär, aber irgendwie fühle ich mich deshalb wohl. Ne? Weil also ich glaube auch hauptsächlich deshalb, weil ich was geschafft habe, was ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Ne? Eine Schlachtet kriegen wir erstmal ein halbes Rind. Gestern habe ich einen lustigen Spruch gehört. Ich habe bei dem Infi Sunset reingeguckt, der hat Assassin's Creed gestreamt, irgendein Teil. Syndicate, glaube ich. Und der meinte, er wartet jetzt eigentlich nur noch drauf, dass für einen Thermomix ein Schlachteaufsatz kommt, so dass man da irgendwie einen Huhn reinsteckt und dass das Ding dann das automatisch gleich macht, ne? So. Ja, also deshalb, wie gesagt, die Abnehmerei klappt ziemlich gut. Ne? Gestern war ich zwar nicht da bei den Watchies, aber das lag daran, dass ich mehr oder minder von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr unterwegs war, ne? Morgen mache ich einen Vorrat Bolognese. Ah, okay. Ach, apropos Vorrat. Also jetzt, dieses olle Corona greift ja echt um sich, wa? Es tut mir leid, wenn ich das Thema anreiße, aber es geht mir halt so ein bisschen durch den Kopf. Also nicht sehr, aber im Laden nebenan gibt es kein Klopapier mehr. Doch, gibt es. Hab gelogen. Das ist ein breiter Bereich, drei Ebenen, der normalerweise irgendwie so 4 Meter breit ist, drei Ebenen, vollgestopft normalerweise, ne? Mit verschiedenen Marken Toilettenpapier. Und da ist auf dem mittleren Regal liegt noch eine Packung. Es ist irgendwie so, irgendwie niedlich, will ich fast sagen, ne? Niedlich und merkwürdig, ne? So, hör auf von Essen zu reden, ne? Also ich habe jetzt. Also ich bin ja echt nicht so der Typ, der sich so leicht in Panik versetzen lässt. Ehrlich gesagt. Ist auch nicht so, dass der Laden nebenan irgendwie leer gehamstert ist oder sowas. Ne? Essig hat man wieder, okay. Immerhin. Der Laden ist also nicht leer gehamstert irgendwie. Ich habe jetzt einfach mal mir überlegt, was brauche ich denn für ein paar Tage? Ne? Also erstens gehe ich nicht davon aus. Jetzt bin ich vielleicht überoptimistisch, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass bei einer möglichen Quarantäne plötzlich die Versorgung total zusammenbricht. Ich glaube, das ist. Ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass man was kriegt. Ne? Zumindest nach ein paar Tagen wieder. Ich habe mir jetzt einfach 2 Liter Haarmilch gekauft und drei Brotbackmischungen, die ich in Brotbackautomat packen kann. Den ich sogar habe, bloß seit 2, 3 Jahren nicht mehr benutzt. Ne? Und naja, und ich glaube, damit habe ich das meiste schon erschlagen. Ne? Wasser gibt es ja üblicherweise immer. Naja, das nur ganz nebenbei. Ich würde mal sagen, so ganz langsam schwingen wir uns mal hier auf das Spiel hier ein. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ich kann es jedenfalls. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der Charakter, den wir spielen, sitzt eigentlich auf dem Raumschiff. Eine Frau, die irgendwie 60 Jahre oder so in Stase gelegen hat, während ihre ganzen Schiffskollegen alle auf verschiedenen Planeten in dem Sonnensystem, in dem wir sind, waren und anscheinend alle tot sind. Also zumindest habe ich bis jetzt keinen Lebenden gefunden. Auf dem einen Planeten wurden sie verstrahlt, haben es nicht gemerkt. Auf einem anderen Planeten haben sich teilweise gegenseitig getötet, irgendwie, was, also, beziehungsweise, naja,
Also ich soll rausfinden, was eigentlich los ist. Und ich soll eigentlich den ganzen Ablauf rekonstruieren, kann aber noch nicht überall hin. Und ich kann noch nicht alles, also nicht auf jedem Planeten alles machen. Auf dem Planeten, wo ich vorher war, da hätte ich ein Analysegerät für Audiosignale gebraucht. Ich steuere hier so einen, also einen ferngesteuerten Roboter, damit gucke ich hier die ganze Zeit. Und aber ich habe jetzt auf dem dritten Planeten erst die Anleitung dafür gefunden, wie ich so eine Audio-Analyseeinheit baue. Ne? Also man muss offenbar auch ein paar Mal hin und her. Und naja, mal sehen. Ne? Ich gucke einfach mal. Ich gucke einfach mal. Ne? Anordnung der Behälter. Ach ja, ich brauche hier. So, ich muss hier Atemluft wiederherstellen. In dem. Es ist eine der Aufgaben, eine Unteraufgabe hier, Atemluft in der Station wiederherstellen. Ich glaube nämlich, wenn die Atemluft wiederhergestellt ist, dann kann ich bestimmte Bereiche betreten. So, kaputtes Fenster untersuchen. Beobachtung. Dieses Fenster wurde von außen eingeschlagen. Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass das Material nahezu unzerstörbar ist. Genau. Nur ein paar Sandkörner und bumm, ist das Fenster hin. Ja. So, das Datapad haben wir, glaube ich, schon angeguckt, oder? Haben wir nicht. Wir haben das Kennwort nicht. Datapad von Benjamin Walter. Werden wir wohl noch brauchen, denke ich. Stationscomputer. Maintenance Card. Ich gucke nochmal drauf. Wir haben hier, wie gesagt, dieses einen Schaltplan für ein Audioanalyse-Modul gekriegt. Hier ist irgendwie Information, wie wir die Luftzufuhr wieder aktivieren können. Da müssen wir wohl diese drei Tanks einsetzen. Mal sehen, wie das hier gemacht werden muss, ne? Nachrichten. Ne, also zack und zack und zack. Ich klicke hier einfach mal kurz durch. Medien. Im Dunkeln machen sie Fotos. Im Halbdunkeln, gut. So, ich... Was denn? Diagramm angucken. Diese Diagramme zeigen die Hauptluft und die elektrischen Schaltungen. Achso, Stationscomputer waren wir schon. Was haben wir da? Herabhängende Kabel. Kommentar. Der Zustand der elektrischen Verkabelung ist sehr schlecht. Was auch immer es war, es hat die Station stark erschüttert. Ich glaube, es hat die Station stark erschüttert. Stationscomputer macht wohl beides das gleiche, würde ich mal denken. So, dann kehren wir mal zum Korridor zurück. So. Tada. Hier gibt es eine Menge Kram. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht überall gewesen. Leiter? Untersuchen. Die Leiter hat einmal zu einem Space Shuttle geführt. Ist sie noch erreichbar? Leider nicht. Der Eingang ist blockiert. Vermutlich eine Folge der Explosion. Okay. Gut. Tür. Öffnen. Ich komme nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Keypad. Ich weiß die Nummer nicht. Tja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Also hier liegt kein Luftcontainer. Eine Karte wäre schön, aber gut. Ich weiß mir hier ist gerade nicht so genau, wo wir vorher gewesen sind. Ach da, okay. So. Eine Leiche. Den Raum kriegen wir, glaube ich, nicht auf. Ich kann ja nochmal hier... Da ist noch ein Datapad. Untersuchen. Haben wir schon untersucht. Ich klicke nochmal durch, für den Fall, dass ich irgendwas machen muss. Das ist so ein bisschen so der Nachteil. Also ich mag das Spiel ganz gerne. Ist es nicht gerade eine Offenbarung, aber irgendwie schon ganz cool und ganz spannend eigentlich. Und eine ganz coole Atmosphäre. Aber
Nachteil ist für mich, dass da ein bisschen viel Text drin ist. Na, also wenn wir hier so ein olles Dingens finden, so ein olles Datapad, dann sind wir erstmal ein paar Minuten schon beschäftigt mit Lesen. Beziehungsweise ich bin mit Lesen beschäftigt. Ein Behälter. Nehmen. So. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt... Haben wir jetzt genügend Behälter? Kann ich eigentlich Space drücken? Ich meine, ich kann Space drücken, klar. Hey Christian, schönen guten Abend. Ich kann Space drücken, so. Da hinten gab es, glaube ich, diese Stelle. Hier. Da. Fach. Behälter. Entfernen. Behälter entfernen. Behälter entfernen. Leerer Einschub. Die Frage ist, was hier reinkommt. Was kommt hier rein? Mal gucken. Aktuelle Aufgaben starten zur Mission. Anordnung der Behälter. STSAG. ST? Nee, VRNL. Eigentlich gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. VRNL. STSAG. Also hier muss die Gasmischung rein, denke ich mal. Untersuchen. Dieser Einschub ist für das Einsetzen von Behältern für den Ersatzluftgenerator der Station. Da gibt es nicht so viel zu untersuchen. Also STSAG stand da. Also ich würde mal ST denken und dann SA, Sauerstoff, G, Gasgemisch. Aber wir haben nicht genügend. Also es fehlt noch einer. Na gut. Na gut. Es fehlt noch einer. Den müssen wir erst finden, ne? Razor, schönen guten Abend. Lalalala. Also was ich eigentlich, übrigens, der Grund, warum der Stream heute beinahe ausgefallen wäre, weil ich war vorhin noch beim Kumpel, wir wollten ursprünglich in seinem Garten so Pfosten einsetzen, so in Beton, im Boden. Aber, dann hat er gemerkt, ihm fehlen da Zutaten, also quasi Komponenten für, nämlich... schnell trocknenden Beton oder wie auch immer das heißt, Schnellbeton, Quick, wie auch immer. Und dann hätten wir da lange gestanden oder relativ lange und es sah auch so ein bisschen aus, wenn es regnen würde, haben wir es verschoben. Na, deshalb bin ich auch so früh wieder zurück. Jetzt machen wir es allerdings Samstag. Ich weiß aber nicht genau an um welche Uhrzeit, also da müssen wir gucken. Ich werde mal sehen. Mal sehen, wie das zeitlich am Samstag alles klappt, ne? Kann sein, unter Umständen wird der Samstags-Tagsüber-Stream ausfallen. Der Nachtstream auf keinen Fall, der findet auf jeden Fall statt. Vielleicht fällt der Tagsüber-Stream aus. Aber eigentlich möchte ich ihn schon ganz gerne stattfinden lassen. Ne? Also, so soll das eigentlich schon sein. Gucken, wie es zeitlich läuft. Aber demnächst ist ja auch Urlaub. Also ich habe übernächste Woche fast die ganze Woche frei. Bis auf einen Tag. Und die Woche darauf habe ich ganz frei. Heißt, etwaige Streams, die in den nächsten wenigen Tagen ausfallen, werden dann quasi mit Zinsen nachgeholt. Ne? So. Keypad. Das Passwort ist bestimmt in dem Dingen da drin, in dem Datapad. Hier, kann ich da so ein Dingen reinpacken? Hacken unmöglich. Benjamin Walter. Haben wir denn eine Daten zur Mission?
Noch eine geschlossene Tür. Ich habe einen Hinweis gefunden, wie ich hier reinkommen kann. Ich habe ein Werkzeug gefunden. Ich bin mit einem Multitool hineingekommen. Außerdem habe ich einen Hinweis darauf, wie ich die Kabel verdrahten muss. Was? Kabel verdrahten? Kabel verdrahten? Wie denn Kabel verdrahten? Irgendwas entgeht mir hier. Oder? Da oben ist die Station. Station? Ah, da. Statusanzeige. Müll. Müll, na danke. Na danke. Ich gucke nochmal die Maintenance Card an. Ein Hinweis, wie ich Sachen verdrahte. Das ist zu winzig. Ich kann irgendwie nicht so ganz erkennen. Das Bild ist zu winzig. Warte mal. So. Ich habe das erst jetzt geschnallt, was du geschrieben hast, weil an der Stelle hast du lange gehangen. Heißt, du hast das schon gespielt. Aber das ist so winzig. Merkwürdig. Steuerung. Verbindung verloren, Verbindung verloren. Seite 7000 und so weiter, jawohl. Achso, das war noch relativ am Anfang. Tja. Also das Ding kann ich hier gerade nicht. Warnung, ich erkenne ein merkwürdiges Phänomen. Was zur Hölle ist es denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wissen will. Meine Scanner zeigen jedoch keine Daten. Ah, scheiße, ich hoffe, ich bin hier nicht unter Zeitdruck. Ich bin zeitdruckophob. Access Keypad. Oder muss ich erst woanders wieder hin? Also quasi, es kann natürlich sein. Unter Umständen muss ich erst woanders hin. Schlafquartierkorridor. Okay, hier geht's aber auch noch weiter. Grundsätzlich. Ground Settly, sagt man doch, oder? Bestätigte Tür. Achtung, im benachbarten Raum muss es eine Explosion gegeben haben. Ich frage mich, ob das irgendwie mit dem Luftverbrauch zusammenhängt. Wahrscheinlich. Wir könnten das aber zu unserem Vorteil nutzen. Und wie? Die zerstörte Tür ist verwundbarer. Das könnte unser Weg nach drinnen sein. Wir finden einen Weg, dich da reinzubringen, Mobot. Schlafquartier der Frauen. So, haben wir hier noch was? Datapad. Habe ich vielleicht was übersehen hier? Kann sein. Ach, warte. Achso. Stefan hat mir einen Code für sein Datapad gegeben. Habe ich das schon benutzt? Kann sein. Ich glaube, ich habe es schon benutzt. Stefan. Freed 91023. Freed 91023. Das habe ich bestimmt schon benutzt. Wenn ich jetzt hier nichts finde, dann muss ich wahrscheinlich erst hier weg.
Ja, also das ist das von Stefan. Klicke ich hier nochmal kurz durch. Haben wir alles schon. Okay, also es sieht für mich so aus, als könnte ich jetzt hier in dem, in dem Ort hier nichts mehr erreichen. Wir gehen jetzt zurück. So, und zwar. Sonnensystem, bitte. Nein, nicht Raumschiff. Sonnensystem. So, und hier war das, wo war denn das? Wo war denn dieses Signal erforschen müssen? Warte mal eben. Robot, Schalttafel. Ach, hier. Wir müssen das erstmal bauen hier. Erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben 4 hiervon. Ja, das kann nicht stimmen, so. Versuchen wir es erstmal ganz geradlinig, oder? Noch eine merkwürdige Schaltung hier, aber gut. So. So, unten lang muss ein Minuszeichen, sage ich mal hier, ne? So. Und dann machen wir wieder ein so ein Teil, wo dieses Ding dran muss. Da muss dann wieder ein Dreieck dran. Und wieder so ein Teil. Und da noch ein Dreieck. Eine Kurve. Na, ob das so passig ist, werden wir sehen, ne? Hier geht es aber erstmal weiter. Hier muss noch ein so ein Teil ran. Das stimmt sogar schon. So. Und das muss ich jetzt nur noch, eigentlich nur noch hiermit verbinden, theoretisch. So, mal sehen, ob ich das hinkriege. Die Teile reichen nicht. Wie mache ich das denn? Das ist ja mal interessant. Da fehlen ja quasi 2 Teile. Ich habe also keine mehr, die ich verwenden kann. Ja. Die Frage ist, warte mal, wir fangen nochmal an. Kann ich die alle wieder wegnehmen? Fangen wir mal von vorne an, weil sonst komme ich durcheinander. Also, das ist nicht richtig. Das ist ja,
was du gesagt hast, ist richtig. So. Also. Naja, ich muss halt. Also eins ist klar, ich muss die natürlich von links nach rechts, diese Strecke überwinden hier. Eigentlich. Also hier, sag ich mal, gibt es schon mal keine andere Möglichkeit, würde ich denken. Und hier auch nicht. Es sei denn. Ja gut, pass auf. Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit. Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich ja so ein Ding direkt da dran setzen. Ja. Das könnte ich auch. So. Aber dann kann ich ja diesen Teil hier, dann kann ich ja diese Brücke hier quasi nicht mehr bauen. Ne? Also. Ich kann erst mal gucken, ob ich den unteren Teil irgendwie hinkriege. Also diesen Weg hier. Es sind hier zwei verschiedene Pfade auf jeden Fall, wie man sieht. Okay. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, ne? Weil wenn ich das richtig verschalten soll. Gucken wir erstmal vielleicht erstmal den oberen Weg. Der hat ja letztes Mal zu Problemen geführt. Warte mal. Ich könnte natürlich das Ding hier. Das kann ich nicht. Es hilft nichts. Das bringt quasi nichts. Aber es muss, also ich glaube schon, dass es klappt. Muss ja schon irgendwie klappen. Einmal. Ich könnte unter Umständen das andersrum machen hier. Eigentlich ist es ja egal. Ich muss ja quasi nur eine direkte Verbindung. Also eine Verbindung. Warte mal. In dieses Ding müssen quasi zwei Verbindungen reingehen und eine muss wieder rausgehen. Ne? Eine muss wieder raus. Jetzt geht das hier natürlich hier. Ich muss. Vielleicht so. Aber die anderen muss ich natürlich trotzdem erstmal hinkriegen. Ne? Weil hier
gehen jetzt quasi zwei Verbindungen zu dem Ding und eine raus. Na, ich glaube, schematisch ist das richtig. Glaube ich. Mal sehen. Müssen wir da irgendwie dahin, ne? Und natürlich noch mehr Dinge nebenbei schaffen. Kein Teil mehr, ne? Nee. Da ist wieder vorbei. Da ist vorbei. Hm. Aber ich habe jetzt, bin jetzt näher rangekommen. Also ich nehme mal an, dass das schon geht. Schau mal, es gibt hier. Ich kann dir einen Tipp geben. Noch nicht bitte. Ich frage dann nach. 1, 2, 3, 4, 5 Stellen, die so eine Kreuzung haben. Hm? Das passt auch. Von vorn. Kann ich jetzt ja irgendwie alles auch einmal wegnehmen? Ich habe jetzt eine weitere Idee. Hier erst anfangen. Quasi diese waagerechte für beide, also für oben und unten benutzen. Vielleicht unten vielleicht sogar ein bisschen zu weit. Vielleicht ein weniger. Na, hier so zack, zack, zack. Das ist dann natürlich dann im Wege, ne? Okay. So, pass auf. Also, nächste Version. Dann auch hier erstmal einen nach unten. Mal sehen. So, also. Da muss hier eigentlich so ein Ding wieder rein, ne? Aber eigentlich so passt das natürlich jetzt nicht. Warte. Ah.
Erstmal muss sowieso das Minuszeichen rein. Und ich kann natürlich auch nach unten bauen, anstatt nach oben. Na, ich brauche einen mehr. Obwohl, vielleicht auch nicht. Das ist es. Ich habe es geschafft. So. Moorbot hat zwei Erweiterungen. Eine Audioerweiterung. Dankeschön. Heißt, jetzt muss ich aber ganz kurz mal gucken, wo muss ich denn dafür hin? Sonnensystem. War das hier? Wo waren das, wo wir... Da sind wir gerade. Landen möglich. War das hier, wo wir das benutzen mussten? Dämpfe. Oder hier. Ich weiß es nicht mehr. Beginne. Ach, Ambrosia, da waren wir noch gar nicht. Da gehe ich jetzt auch noch nicht hin. Da gehe ich noch nicht hin. Ambrosia. Xenophon, da haben wir angefangen. Gucken, ob es das hier war. Ja. So. Zum steinigen Strand. Wer konnte hier nämlich irgendwo dann das Audio-Analysemodul benutzen, denke ich. Abtauchen? Nein, wir haben noch kein Wasser. Modul. Versuche, das Signal zu isolieren. Es sollte sich stark vom Rest unterscheiden. Ich weiß, wie ein regelmäßiges Signal aussieht. Sei nicht zu empfindlich, Rachel. Ich versuche nur, dir zu helfen. Rache. Versuche auch, eine möglichst reine Wiederholung zu finden. Ich nehme einen längeren Abschnitt auf, sodass wir ihn analysieren können. So, ich soll schon was tun, ja? Und bis es hier... Einen Tipp geben. Das kann ich hier mit der Tastatur einstellen. So einzelmäßig.
Bei mir piept's, genau. Der alte Hobbyfunker. Hab sogar früher tatsächlich. Ja, während der Bundeswehrzeit habe ich gefunkt, ne? Beziehungsweise gehorchfunkt. Damals habe ich Morsezeichen gelernt. Die kenne ich jetzt natürlich nicht mehr unbedingt auswendig. Ich war Funker, ja. Also TG-Horchfunker, Telegraphie. Das hätten wir. Ein längeres, sich wiederholendes Signal auf einer Frequenz von etwa 390 Hertz. So ein Signal kann kein Zufall sein. Ich will es untersuchen. Glaubst du, es könnte intelligentes Leben da unten geben? Sei nicht zu optimistisch. Es könnte auch einfach ein Naturphänomen sein. Mobot, schwing deinen faulen Hintern dahin, wo dieses Signal herkommt. Erlaube mir, dich darüber zu informieren, dass ich nicht für Arbeiten unter Wasser konstruiert wurde. Are you kidding me? Julia told me that you can survive in extreme conditions. Mobot is right. Unless we upgrade him for underwater operations, we can't risk doing this. Verdammt. So. Warenrand schaffen für ein Offizierheim, okay? Also ich war immer ganz neidisch auf, also nicht immer, manchmal war ich ein bisschen neidisch auf die Leute, die als Ordonnanz gearbeitet haben im Offiziersheim. Woche arbeiten, Woche frei, Woche arbeiten, Woche frei, so war das bei denen immer. Aber ich war ganz, eigentlich war ich ganz zufrieden als Horchfunker. Da habe ich zwar Schichtdienst gehabt, immer 6 Stunden am Tag arbeiten, zu allen Tageszeiten und Nachtzeiten natürlich auch. Und naja, die andere militärische Stationen abhören und immer fleißig mitschreiben. Ne? Von Hand mitschreiben war das damals. Morsezeichen. Damals war ich ganz gut. Jetzt bin ich natürlich total eingerostet. Aber weil ich das damals so gemacht habe, kann ich teilweise noch in irgendwelchen Spielen Morsezeichen identifizieren und den Text erkennen. Ne? Naja, Nordisch, nicht schlecht. Okay. Also ich fand das total spannend. Diese Funk-Geschichte. Hätte ich sogar beinahe noch deutlich verlängert, meine Dienstzeit, aber letztendlich dann halt doch nicht, ne? Oh, du spielst ein Spiel, was so heißt wie ich. Hallo, Julchen, jawohl. Das heißt zwar nicht Julchen, aber naja, weißt schon, ne? Herzlich willkommen. So, also, wir können hier nicht weiter, weil wir haben kein Unterwassergelumpe, ne? Achso, YouTube das DLC. Es gibt hier wirklich, glaube ich, ein DLC. Wir gehen jetzt erstmal irgendwo anders hin. So. Hermes. Wir fliegen einfach mal dahin. Ich heiße eigentlich auch nicht YouTube. Habe ich fast vermutet. Ich heiße auch nicht Grimm. Tatsächlich. Ich heiße nicht Grimm. Nein, nein, nein. Ich heiße nicht wirklich Grimm. Das sage ich immer nur so. Scan beendet. Landen möglich. Auf Hermes Alpha. Landen wir mal. Klaus Dieter. Surreal. Das sieht nicht wie irgendwas aus, dem ich in meinem ganzen Leben bislang begegnet bin. Wenn es eine Atmosphäre gibt, könnte ich mir eine kleine Hütte auf einer dieser Säulen bauen. Und niemand würde mich je finden. Das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber dieser Planet hat fast die exakt gleiche Atmosphäre wie die Erde. Sie ist deutlich dünner. Schau dir diese fantastischen Formen an. Entschuldige, aber alles, was ich sehe, sind Steinsäulen. Soll ich ihre Zusammensetzung analysieren? Nein. Ich wünschte, ich könnte diesen Ausblick mit jemand Lebenden teilen. Grimhart. Also, hi Infi. Guten Abend. Grimhart. Tja. Ja, meine Eltern haben mich Reinhard genannt.
weil sie einen guten Freund zu dem Zeitpunkt hatten, der so hieß, das weiß ich. So. Säulen untersuchen. Diese Säulen müssen seit Ewigkeiten hier sein. Mhm. Wie sie wohl entstanden sind. Das ist in der Tat rätselhaft. Aber dieser Mond ist ziemlich alt. Er hat viele Dinge gesehen. Sicher, dass es nicht dein Vater ist, Kappa? Ziemlich sicher, ja. Allein schon aus Ähnlichkeitsgründen. So. Hermes Alpha. Das ist sinnlos. Es gibt tausende von diesen Säulen. Ohne weitere Hilfe werden wir hier eine Ewigkeit bleiben. Als ob wir es eilig hätten. Willst du wirklich, dass ich Mobot nach unten schicke? Nein, du hast recht. Lass uns keine Zeit verschwenden. Pff, genau, Kante. Ich guck mal hier, was ich hier so, ne? So. Das ist sinnlos. Halt als ob. Willst du wirklich. Nein. Reinbulin. Ganz coole Musik, finde ich. Also, kurz, aber irgendwie cool. Gut, also hier gibt es anscheinend nicht so viel. Gibt es nicht so viel. Also, weg. Wie sieht's denn aus mit den anderen Monden hier? Scan beendet. Da kann man nicht landen, wie es aussieht. Dann ist es uninteressant. Da kann man auch nicht landen. Nun. Also würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass hier nichts zu holen ist. Okay. Waren wir da? Wir waren da schon. Jetzt weiß ich aber erstmal genau, nicht mehr so genau, was da los ist. Nachrichten. Ah ja. Da stehen da irgendwelche. Solarsystem erforschen, Ursprung des Signals finden. Ja, unter Wasser. Aber ich habe noch kein Unterwassergelumpe. Ne? Wir müssen erstmal woanders hin. Womöglich wirklich hier nach Ambrosia. Wir können das noch untersuchen. Elpis. Elpis Alpha. Man kann da landen. Und hier? So, dieses ganze Interface erinnert mich an 90er Interactive Adventures. Bisschen. Holla. Hier ist auch eine Station. Es schneit. Ich erinnere mich an Schnee auf der Erde. Aber das ist Jahre her. Hm. Ob es dort wohl immer noch schneit? Alles in Ordnung, Rachel? Alle, die ich gekannt habe, sind tot. Ich fühle mich so einsam. Hm. Aber du könntest zurückkehren. Wenn wir die Expedition nachstellen, finden wir vielleicht auch einen Weg zurück zur Erde. Und dann? Selbst wenn die Erde irgendwie überlebt hat und es ihr nicht so ging wie Xenophon, was macht das für mich schon für einen Unterschied? Ich werde ein Außenseiter in der Gesellschaft sein. Mich trennen dann einige Jahrhunderte von den anderen. Sie könnten mich ausstellen wie ein Neandertaler aus der Vergangenheit. Für eine Weile bin ich vielleicht eine interessante Besonderheit, aber dann werden sie mich alle vergessen. Ich denke, ich habe schlicht kein Zuhause mehr. Wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, Rachel. Du bist das letzte lebende Mitglied der Mannschaft auf dieser Expedition. Und du musst vollenden, was begonnen wurde. Später hast du noch genug Zeit, über alles andere nachzudenken. Okay. Im Eis vergraben zeigt die Station, wie die Macht der Natur sich über die Zeit stets durchsetzt. Es muss merkwürdig ausgesehen haben, als die Station zum ersten Mal an diesem unberührten Ort aufgetaucht ist. Alles, was nun übrig ist, ist ein gefrorenes Monument für die Besucher von anderen Sternen. The Long Journey. Zerstörte Station. Untersuchen. Beobachtung.
Ein Teil des Gletschers ist abgebrochen und nach unten auf die Station gefallen. Das hat diesen Schaden angerichtet. Der Aufprall hat wahrscheinlich den Boden aufgerissen und diese enorme Erdspalte offenbart. Hm. Kann ich... Na da, festgefrorene Tür. Der Eingang ist vollständig eingefroren. Ich komme nicht hinein. Wir müssen einen Weg finden, da reinzukommen. Hm? Flackernde Lichtstrahlen fallen durch ein großes Loch in der Decke der Höhle und erhellen den enormen Raum. Ein großer See begrüßt still den unerwarteten Gast, der seinen Weg durch das Eis gefunden hat. Es sieht so aus, als wäre dieser Ort von der gefrorenen Oberfläche losgelöst. Nach wie vor könnte man über all das staunen, was die Menschen hier noch zu entdecken haben. Im Moment wartet der See schweigend ab. Wow, dieser Ort ist wunderschön. Haben wir einen unterirdischen See gefunden? Ich habe einige widersprüchliche Fakten gesammelt. Möchtest du, dass ich sie mit dir teile? Bitte. Zunächst einmal liegt die Lufttemperatur hier bei minus 70 Grad Celsius. Die Flüssigkeit im See hat jedoch 10 Grad Celsius. Glaubst du, es gibt eine unterirdische Wärmequelle, die so einen großen Temperaturunterschied verursachen kann? Ich kann das nicht vollständig ausschließen, aber ich gehe nicht davon aus. Als erstes ist die Temperatur im gesamten See konstant. Allerdings sind die Ufer vollständig zugefroren. Die höhere Temperatur beeinflusst also ausschließlich das Wasser. Das ist merkwürdig. Ich würde sagen, das ist merkwürdig. Unterirdischer See untersuchen? Mobot, ist das Wasser? Ich glaube nicht. Möchtest du, dass ich eine Probe nehme? Natürlich. Ich will wissen, was es ist. Woher kommt diese plötzliche Neugierde? Ich bin eine Astrobiologin und... Das musst du mir nicht erzählen, aber du hast meiner Meinung nach deutlich interessantere Proben für die Analyse übersprungen. Nenn es halt Eingebung. Wir sollten das trotzdem analysieren. Hm. Also, Analyse. Ach, guck mal, Behälter. Tütütü. So, der Behälter enthält die für die Synthese von Sauerstoff notwendigen Chemikalien und so weiter. Okay, gut. Und Flüssigkeit. Und es ist? Was für eine ungewöhnliche und extrem komplexe Flüssigkeit. Das übersteigt mein Wissen. Hey! Ich wollte den Text lesen. Da stand Text. Und jetzt kann ich... Analysierte Objekte, okay. Flüssigkeit. Eine chemische Analyse dieser Flüssigkeit ist unmöglich, da ihre Struktur unglaublich komplex ist. Besonders interessante Eigenschaft, es ist die einzige bislang bekannte Flüssigkeit, die Arginium auflösen kann. Was auch immer Arginium ist. Arginium. Stalaktiten. Stalaktiten und Stalagmiten. Muss man sich merken. Da gibt's Eselsbrücken für. Diese Zapfen sind keine Stalaktiten. Sie sehen eher wie Strohhalme aus. Sie müssen sich aus einem Material von hier gebildet haben. Nicht aus Kalk, wie es bei uns meistens ist. Wir können später hierhin zurückkehren, Rachel. Ich habe das Gefühl, dass du noch mehr als genug Zeit haben wirst, um diese Höhle zu erkunden. Ha! Okay, ich guck mal, was hier noch so ist. Nicht besonders viel, aber da ist noch ein Abschnitt hier. Als ob sie direkt aus einem Albtraum käme, lässt sich die unbekannte Leiche eines Menschen über dein Schicksal nachdenken. Das klingt so ein bisschen wie hier in Text-Adventures, ne? Übrigens, ganz nebenbei, Text-Adventures, ne? Also demnächst kriege ich ein neues Text-Adventure von dem Menschen, der auch Hibernated gemacht hat. Ne? Und zwar... The Curse of Rabenstein, ein Grusel-Adventure. Das werde ich hier im Stream spielen. Er hat mir auch, das macht mich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Der Entwickler hat mir von sich aus zugesagt, dass ich es ein bisschen früher kriege, als es normalerweise rauskommt. Und dann werden wir es hier schön spielen, schön im Stream. Ne? Genauso wie Hibernate 2, wenn es rauskommt. Und weitere Dinge. So, das nur nebenbei.
Die Stille wird nur durch die Bewegung des Wassers und Mobos leises Surren unterbrochen. Ein weiter makelloser Ort, der durch den Eingriff der Menschen zu einem Grab wurde. So, Leiche. Untersuchen. Mobot, sag uns mehr über den Körper. Das Gesicht wurde zur Unkenntlichkeit zerschlagen. Kannst du das Geschlecht identifizieren? Ein menschlicher Mann. Vermutlich war er Mitte 30, als das Unglück geschah. Der Körper ist durch die Temperatur sehr gut erhalten. Das könnte bedeuten, dass er nicht allzu lange im Wasser gelegen hat. Nimm eine Probe für uns. Oh, ein Leiche. So. So, Kante, heute gibt es... Was hat er hier gemacht? Hat er sich verirrt? Und die Mannschaft hat ihn einfach aufgegeben? Beobachtung. Es sieht aus, als läge etwas am Boden neben der Leiche. So, Kante. Zwiebel, Spitze, Kidneybohnen. Dazu geschnitzelte mit Knoblauch angebraten. Ja, dazu Reis. Eigentlich macht das frischen... Kommt aus Kuba, so. Ja. Ja. Wasserdichte Hülle. Untersuchen. In seiner Tasche befindet sich ein Datapad. Denkst du, es funktioniert noch? Die Hülle ist noch intakt. Ich versuche es einmal. Passwort. Kann ich das wenigstens hacken? Ja. Okay. E ist drin. Nochmal. E ist drin. I ist drin. P ist drin. E, I, P, A, S. Das kann ich mir irgendwie schlecht... Das Dumme ist, die werden hier überschrieben. Also, ich kann sie kaum noch erkennen, die Buchstaben. So, E und so weiter. Ah. Machen wir hier. F, G, H. Ich kann das Wort irgendwie noch nicht so, ich kann das Wort noch nicht erraten. Rot-Grün-Schwäche? Eigentlich nicht. Ich habe eine Rot und Grün überdeckt andere Farbenschwäche. Ne? Also alle Tests, die ich je gemacht habe mit Rot-Grün und auch anderen Dingen, haben nie was gezeigt. Zum Glück. Meine wäre jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, aber so. Ich habe eine, echt? L-Pisalpha. L-Pisalpha X. M. Ach so. Schlauberger. L-Pisalpha. Da fehlt nur ein Buchstabe. N. B. V. C. Z. Vielleicht eine Zahl. Wahrscheinlich eine Zahl. So, wenn die beim Fußball einen roten Ball spielen, obwohl die Rasenheizung waren ganz schlimm, okay, ja. Eigentlich habe ich gute Augen, mal abgesehen davon, dass ich sie nicht habe, weil ich in meinem Leben relativ häufig, also vor allem vor langer Zeit, Entzündungen und Verletzungen, Hornhautverletzungen und so hatte, da hat sich einfach so, naja, also ich habe irgendwie jetzt eine Kurzsichtigkeit, eine gewisse, die aber durch Brille nicht besonders gut ausgeglichen werden würde, weil das größte Problem, was meine Sicht beeinträchtigt, ist nicht Kurzsichtigkeit, sondern Narben auf dem Auge, also auf der Hornhaut. Die merke ich im Alltag eigentlich nicht. Aber wenn ich irgendwas lesen muss, was halt ein bisschen kleiner geschrieben ist, dann muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Ne? So. Ah, eins.
Also, es geht wieder los. Text, 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 Text. Auf geht's. An dem Datum hier, ne? Ian Darlington, Leiter der Expedition. Die merkt man bei hellem Licht. Ja, also wenn helles Licht ist und ich gucke in einen bestimmten Winkel, sieht man die als Reflexion. Wenn du Text auf weißem Grund lesen musst. Also, ehrlich gesagt, wie gesagt, mich stört es im Alltag eigentlich nicht so dolle. Aber es bedeutet halt auch, dass meine Augensicht wird nicht deutlich besser durch eine Brille, weil halt quasi ein Störkörper auf der Hornhaut ist, ne? Der dadurch nicht weggeht, ne? Wie auch immer, ich lese mal vor. Text, 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 ne? Elpis Alpha, was für ein beeindruckender und ruhiger Ort. Ich bin wirklich froh, dass die erste außerirdische Welt, die wir sehen, so aussieht. Ich habe nicht erwartet, dass wir irgendeine Form von Zivilisation auf einem Mond des äußersten Planeten des Systems finden. Vor allem, weil das eigentliche Signal auf einem Ort deutlich näher an der Sonne zurückgeführt wurde. Unsere Basis ist aufgestellt worden und fürs Erste sollten wir vergessen, was bei unserem Aufwachen passiert ist. Ich wünschte nur, ich könnte die Teilnehmer meiner Mission einmal im Leben selbst aussuchen. Nächster Tag. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Normalerweise könnte ich eine Beschwerde schreiben und seinen Arsch innerhalb von Sekunden herausschaffen, aber Lichtjahre von der Erde entfernt geht das nicht. Ich habe das Gefühl, dass er wirklich die Führung übernehmen will. Scheiß Militärpsycho. Außerdem haben wir eine merkwürdige seismische Aktivität an diesem Ort festgestellt. Wir müssen das näher erforschen. 3 Tage später. Auch nach unserem harten Training finde ich es immer noch verwirrend, in einem anderen Monats- und Jahreszyklus zu denken. Ich bewundere Benjamin ziemlich, der bekommt das im Kopf hin und rechnet sogar alles in Erdentage um. Verrückt. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil der Mannschaft auf diesem Eiszapfen ungeduldig wird, aber wir können wahrscheinlich keinen Ort in diesem Sonnensystem noch einmal erkunden. Also schauen wir uns diesen Mond noch einmal genau an, bevor wir gehen. Die Mission kostet mehr als die 3 Weltkriege zusammen. Also müssen wir wieder reinkommen. Also müssen wir wieder reinbekommen. Gut. Noch so eine Sache, die dieser Idiot nie verstehen wird. Tag später. Ich glaube der Geschichte über Rachel Manners immer weniger. Zum Beispiel passen viele Dinge nicht zusammen und ich will mehr wissen. Warum sollte sie das tun, was die anderen behaupten? Und viel wichtiger, wie hätte sie es je durch das Training schaffen können, wenn es wirklich stimmt? Natürlich gibt es einen Augenzeugen, aber dessen Glaubwürdigkeit ist auch so eine Sache. Also Andeutungen hier. Andeutungen sind total super. Nicht. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr der Anführer dieser Expedition bin und dass andere jetzt diese Rolle übernommen haben. Sieht aus, als wäre das schon geplant worden, bevor die Mission überhaupt begonnen hat. Ich hasse Politik. Halben Monat später. Jemand war an meinem Datapad. Ich habe hier einen Login von gestern zu einer Zeit, in der ich nicht da war. Jemand muss mein Passwort erraten haben. Ich werde es ändern, etwas weniger Offensichtliches. Ich habe da so einen Verdacht, wer es war. Tag später. Bart hat eine mögliche seismische Aktivität auf Elpis Alpha entdeckt. Wir sollten wohl besser zusammenpacken und bald gehen. Wenn die Folgen so sind, wie er sie beschreibt, könnten wir hier ein paar echte Probleme haben. Und wenn es passiert, sind wir besser weit weg von diesem Ort. Es hat noch jemand versucht, mein Datapad zu lesen. Ich habe Benjamin nach dem Aufnahmen der Sicherheitskamera gefragt. Was für ein glücklicher Zufall, dass mein Datapad aus Versehen im Blickfeld der Kamera habe liegen lassen. Smiley. Beziehungsweise. So. Paar Tage später. Die Aufnahmen zeigen das Offensichtliche. Wieder der verdammte Andrew Lark. Wenn er nicht so viele Freunde um sich hätte, hätte ich ihm schon längst einen Arschtritt verpasst. Aber ich muss extrem vorsichtig sein. Er hat es geschafft, hier die Kontrolle zu übernehmen. Und ich glaube, er hätte kein Problem damit, mich in dieser zugefrorenen Welt loszuwerden. Und im Leute loswerden ist er offenbar ziemlich gut. Ich habe inzwischen ernsthafte Zweifel über den Fall Manners und ihre Kryo-Schlafgefangenschaft. Die ganze Geschichte riecht förmlich nach einer seiner großen Lügen. So, 6 Tage später. Wir müssen in wenigen Tagen hier aufbrechen.
Alles hier wird wahrscheinlich auseinanderfallen. Heute habe ich mich bei unserem Mannschaftsmeeting Lark direkt auf alles angesprochen. Er hat es nicht allzu gut aufgenommen, aber das ist sein Problem. Ich habe sein enormes Ego satt und einer musste ihn mal auf den Boden zurückholen. Wir befinden uns hier auf einem anderen Planeten und das Letzte, was wir hier brauchen können, ist ein derartiger Egomane. Er ist beleidigt, aber er wird darüber hinwegkommen. Das ist hier immerhin kein Kindergarten. So. Lark hat mich gebeten, die Mission heute Nacht unter vier Augen außerhalb der Station zu besprechen. Er behauptet, er wüsste etwas, das ich hören sollte, bevor ich ihn noch einmal angreife. Er war kleinlaut, fast schon entschuldigend. Ich denke, dass er nicht mit Widerstand gerechnet hat und sein Verhalten noch einmal überdacht hat. Wunderbar. Wenn ich ihn auf meine Seite bekomme, wird diese Expedition um so vieles besser. Hoffen wir auf bessere Tage. Ja, Problem? Der Typ ist tot. Ich nehme an, kaputt zerschwurbelt. Ne? Also, ich nehme mal an, der Lark hat ihn, naja, hier liegen lassen. Ne? Ich weiß aber, mehr Dinge kann ich hier nicht machen. Ne? Der Lark hat ihn hier liegen lassen. Tja, der quasi arme Kerl. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft auf irgendwie noch ein Dingens hier, ne? Nach einem weiteren Keycode oder so. Naja, gut. Okay. Wir kehren zurück. So. Nordstein-Kidney-Bohnen-Fan. Sie liefern viele Proteine, sind preiswert. Ich mache ja viel Sport und ich bin kein Fan von Eiweißzusätzen. Ich mag Gerichte mit Bohnen, Fisch und manchmal auch hellem Fleisch. Ja. So. Also. Wir müssen hier verschwinden. Würde ich mal sagen. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Jetzt jedenfalls nicht. Aber wir haben etwas, mit dem wir etwas schmelzen können. Vielleicht diese komische Tür auf der anderen Station. Das könnte doch gehen. So. Hier konnte man nicht landen. Okay. Sonnensystem. Warte. Wo war denn das? Schlafraum der Männer betreten. Dann müssen wir eigentlich mal hier hin. Ich weiß aber nicht, wie der Ort heißt hier. Steht irgendwie nicht dran. Na gut. Nicht Xenophon? Ich glaube, der ist es. Ich hoffe, ich muss mir diese ganzen Geschichten nicht alle merken. Diese wer mit wem und wann und wo und so. Und diese Verdachtsmomente, die der eine hat und die ganzen Namen, das wäre halbwegs schrecklich, sage ich mal. So. Das war nicht richtig. So. Untersuchen. Achtung. Ich frage mich, wahrscheinlich. Und wie? Die zerstört. Wir finden ein. Eigentlich hätte ich gehofft, dass ich da dieses Zeug benutzen kann. Dieses Zeug. Dieses, was Sachen auflöst. Tja. Das ist wohl nicht der Fall. So. Mir fehlt noch einer von diesen Behältern, sage ich mal. Einer von diesen Behältern, Luftbehältern, ne? Ist ein bisschen winzig, diese Karte eigentlich, ne? Analysieren kann ich aktuell... Doch, ich probe eine Leiche. Habe noch gar nicht untersucht, Schlaubi. Biologisch. Die gut erhalten Überreste eines männlichen Menschen, wahrscheinlich um die 30 Jahre alt. Todesursache, Sturz aus enormer Höhe, verbunden mit tödlichen Verletzungen. Datenanalyse. Ian Darlington. Ja, bisschen. So, mehr kann ich hier aber nicht machen gerade, ne?
Okay, pass auf. Dann gehen wir vielleicht wirklich mal zu dem Ort, zu dem Planeten, bei dem wir noch gar nicht waren. Ambrosia, wo es heißt, wo irgendwas Schlimmes passiert ist. Das haben sie alle in ihren Logs geschrieben. Oder etwas Unerwartetes, Schlimmes, wie auch immer. Wow, das ist vollkommen unerwartet. Der Dschungel scheint bewohnt. Könnt ihr mich oben hören? Dieser Ort verwirrt meine Richtungssensoren. Wir hören dich laut und deutlich, Morbot. Sehr gut. Könntet ihr mich mit irgendeiner visuellen Form der Führung unterstützen? Das hängt davon ab, was wir hier tun wollen. Wir sollten auf jeden Fall nach Beweisen für unsere Expedition suchen. Okay, durchsuchen wir den Dschungel und schauen wir, was wir finden können. Wie du willst, Rachel. Ich aktiviere die erweiterte visuelle Kartenführung. Leider kann das Gebiet von hier oben nicht kartografiert werden. Daher werden wir uns auf die automatische Kartenerstellung verlassen müssen. Sobald wir auf wichtige Orte stoßen, kann ich Morbot allerdings automatisch und ohne weitere Hilfe dorthin bringen. Klicke dann einfach auf einen Punkt und Morbot wird sich dorthin begeben. Läuft die automatische Kartenerstellung? Ja. Sobald Morbot seine Landezone verlässt, wird sie verfügbar sein. Danke, Julia. Okay. Vegetation untersuchen. Julia, weißt du, was ich hier am überraschendsten finde? Sag es mir. Die Vegetation. Sie ist der auf der Erde so ähnlich. Natürlich erkenne ich keine dieser Pflanzen wieder, aber wir sind so weit von zu Hause weg. Und Pflanzen sehen trotzdem aus wie Pflanzen, Felsen wie Felsen. Und es regnet hier sogar. Entschuldigt die Unterbrechung, aber ich erkenne eine leichte Verunreinigung des Regens durch eine sehr ätzende Säure. Das ist merkwürdig. Heißt das, die Pflanzen sind resistent dagegen? Oder ist das der Grund, warum sie so verwittert aussehen? Niemand weiß es. Ich suche erstmal das Bild so ein bisschen ab. Und wenn ich dann nichts finde, oder wenn ich dann denke, ich habe Sachen hier also schon abgesucht, dann kann ich ja nochmal gucken, was noch für Hotspots da sind. Ein Baum. Dieser Baum irritiert mich. Weshalb? Schau dir die Blätter an. Sie wachsen in dicken Haufen direkt aus dem Baumstamm. Obwohl der Baum eine Menge Platz hat, bildet er keine Äste aus. Diese Musik erinnert mich gerade so an die alten Raumschiff Enterprise-Folgen. Die Art und Weise, wie Aliens oder sag mal, exotische Welten dargestellt wurden, war ja eigentlich mal ein bisschen merkwürdig bei Raumschiff Enterprise. Die sahen ja auch, na gut, das ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass es in den 60er Jahren war, aber die sahen natürlich auch ein bisschen trostlos aus, ne? Und ein Ort wurde dadurch exotisch, dass das keine normale gelbe Sonne war, sondern halt irgendwie eine grüne oder ein grüner Himmel oder irgendwie was, ne? So, gibt's hier noch was? Nein? Ich habe alles abgesucht. Ah. Verwende die Pfeiltasten, um durch die Karte zu navigieren. Vorschaufenster. Ach, guck mal hier. Das ist ja wie hier in irgendwelchen Bard's Tale oder Vaporum spielen oder sowas, ne? Bewege die Maus über einen Ort, um ihn im Vorschaufenster zu sehen. Klicke drauf, um dorthin zu reisen. Okay. Ah. Sind das hier Orte, an denen... Warst du schon mal in diesem Dschungel? In der Tat. Und es war ein Desaster. Ist die Mannschaft angegriffen worden? Nun, ich würde die Bezeichnung begrüßt vorziehen. Die Mannschaft hat das aber anders gesehen. Sie haben die Waffen als Antwort sprechen lassen. Wie schrecklich. Ja, leider wurden all die Jahre Training für den ersten Kontakt in den Tiefen des Dschungels ignoriert. Die Angst der Mannschaftsmitglieder war zu stark, um auch nur mit einer Kontaktaufnahme zu beginnen. Willst du damit sagen, sie haben sofort geschossen? Ja. Na toll. Die Menschheit wird wohl nie dazu lernen. Aber wie wäre das gewesen, wenn ich da unten gestanden hätte? Mitten im Dschungel, ohne irgendein Zeichen von Zivilisation und lauter unbekannte Wesen um mich herum. Sie müssen sich ziemlich gefürchtet haben. Ich beneide sie nicht darum. Weißt du, wer da unten war? Laut meiner wiederhergestellten Speicherdaten hat Andrew Lark diese Expedition geleitet.
Andrew hat also wieder mal übernommen. Vielleicht haben seine Erfahrungen als Soldat im Krieg des Mittleren Westens 2217 zu seiner Paranoia da unten beigetragen. Darf ich jetzt auch mal wieder? Ich frage mich, ob ich hier auch Dinge finde. So. Das Bild bewegt sich. Naja, also übrigens, was Proteine bzw. Eiweiß angeht, das kriege ich allein schon dadurch, dass ich Milchprodukte, das Kühe und so weiter ständig zu mir nehme. Ich glaube, das ist ganz gut. Und verschiedene weiße Fleischsorten. Oh. Immerhin haben wir eine Karte hier. Ich höre Geräusche. Linsen habe ich schon ganz lange nicht mehr gegessen. Aber ich weiß nicht, ob das nur so eine Sache in meiner Familie ist oder so. Aber ich fand Linsensuppe immer echt lecker. Aber nur, wenn kein Essig drin war und stattdessen Zucker. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber so habe ich es am liebsten gehabt. Was habt ihr euch gemacht? Linsensuppe? Also wie gesagt, ich gucke mich hier um, weil ich nicht weiß. Ne? Ob hier irgendwelche Gegenstände sind, ne? Haferflocken mit Zartbitterstreusel. Walnuss später halb Liter Milch. Ist es bei mir auch ab und zu. Ah. Ach, du hast Linsen. Du hast die Linsen püriert. Ach so. Ich glaube, ich möchte es lieber ohne, nicht püriert. Das werden wir mal speichern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Nicht, dass wir hier plötzlich angegriffen werden. Du lässt das immer grob. Grob im Sinne von... Wie meinst du das? Also nicht irgendwie püriert oder wieder was oder wo oder wer? Nicht püriert, genau. Wo führt mich das denn hier bloß hin? Wow, das kann doch kein Zufall sein. Nein, diese Struktur wurde von empfindsamen Wesen erschaffen. Dieser Ort ist so ruhig, aber gleichzeitig auch so surreal, fast schon mystisch. Mit Metwurst? Jetzt fällt mir das ein. Nicht mit Metwurst. Früher als Kind oder als junger Bengel, wenn meine Eltern oder meine Mutter Linsensuppe gemacht hat, da kam keine Metwurst rein, sondern Rotwurst. Blutwurst kam da rein. Oh, das könnte ich auch mal wieder. Also nicht Blutwurst, aber Linsen. Linsen, ja, warum nicht? So. Metwurst geht aber bestimmt auch ganz gut. Kommt drauf an, welche. Müssen wir gucken. Ich habe keine Ahnung, wie gehaltvoll, energietechnisch Linsensuppe ist. Könnte ich auch mal wieder, wenn es in meinen Abnehmplan passt.
Lauch. Ey, du Lauch. Ich habe auch Lauch. Lauchzwiebeln. So. Dichte Vegetation. Sieh dir die Flora an. Weder lebendig noch tot. Als ob sie von dem wirbelnden Punkt angezogen wurden. Vielleicht hält sie eine Art Symbiose am Leben. Wenn ich Flora höre oder Fauna, muss ich eigentlich immer an den Film The Addams Family denken. Ein sehr guter Film. Guckt Addams Family. Er ist sehr gut. So, was haben wir hier? Liane, oder? Nee, Insekt. Insekt. Sieh dir das an. Dieses Insekt sieht fast aus wie eine Libelle. Fangen wir es, damit wir mehr darüber herausfinden. Zack. Versuch mal ein paar Gerichte mit Reis. Entwässert den Körper auch gut. Warum nicht? Ich mag Reis. Reis ist gut. Insekt. Wird jetzt erstmal gekillt wahrscheinlich. Chemische Analyse. Das Leuchten wird durch eine phosphorbasierte chemische Verbindung verursacht, die von dem Insekt ausgeschieden wird. Und biologische Analyse. Dieses Insekt teilt sich einige Eigenschaften mit Ringflüglern. Seine Augen sind bemerkenswert, da dieses Insekt ein vollkommen anderes Spektrum wahrnimmt. Dadurch ist es in der Lage, Umgebungsgeräusche zu sehen. Ich wette, das ist ziemlich verstörend. Obelisk untersuchen. Das ist keine natürliche Formation, oder? Nein, jemand hat es gebaut. Wirbel, gucken wir mal als letztes. Baum. Dieser Baum sieht leer und tot aus. Schauen wir ihn mal näher an. Okay, Analyse. Biologische Analyse. Der Baum wurde vollständig durch Millionen von kleinen Insekten übernommen. Bei genauerer Betrachtung kann erkannt werden, dass er sich durch die enormen Schwärme dieser Insekten sprichwörtlich fortbewegt. Es ist unmöglich herauszufinden, wie der Baum am Leben bleiben kann. So. Man könnte denken, wenn man mehr Gewicht hat als nötig, ist alles Fett. Vieles sind durch Wassereinlagerung mit der niedrigen. Und mit der richtigen Nahrung kann man das halt auch gut mit dem Körper spielen. Ja. Sehe ich ein und akzeptiere ich so. So, Wirbel untersuchen. Ich registriere ein starkes Energiefeld. Kannst du die Art der Energie herausfinden? Was es genau ist, weiß ich nicht. Doch es hat eindeutig elektromagnetische Eigenschaften. Ist es eine Bedrohung für deine Schaltkreise? Das denke ich nicht. Es ist eher so, dass meine Sensoren nicht empfindlich genug für diese Art von Energie sind. Heißt, wir brauchen bessere Dingense. Ihr wisst schon, Dingense. Sensoren. So. Interessant. Und nach oben. Wisst ihr, woran mich das jetzt gerade erinnert? Hier hin und her laufen an diesem Pfad hier. An mein allererstes Telespiel, an mein allererstes Videospiel, was ich hatte. Das müssten wir eigentlich gucken. Mal gucken, ob es das bei eBay gibt oder so. Nämlich ein Saba Videoplay. Das war so ein brauner, relativ hässlicher Kasten eigentlich, aber irgendwie auch cool und retromäßig. Mit einer sehr miserablen Grafik, hat aber voll Spaß gemacht. Eins der Spiele war Labyrinth, wo man so halt so ein, ein Labyrinth hatte und da raus musste. Musste man auch so Wege in diesem Labyrinth finden. War von oben gesehen, man konnte es mit Nebel des Krieges spielen. Das heißt, man musste den Wege erst rausfinden oder auch ohne. Und teilweise waren da Jäger, die einen hinterjagt haben, war toll, ne? Das mit dem Dingense und so hat sich erhöht. Kleiner Kaffee. Ja, kann sein. Ja, also das würde ich mir echt glaube ich noch kaufen, weil so ein Saba, ich kannte es nur als Saba Telespiel. Und ich fand das toll. Das würde ich dann auch mal im Stream zeigen, wenn ich eins hätte. Ne? Das ist natürlich, sagen wir mal, wirklich nur für so eine Retro- und Nostalgie-Session. Ne? Nicht wirklich
für stundenlang Spaß haben heutzutage. Ich glaube, ich würde relativ schnell denken, ja gut, alles klar. Hat damals Spaß gemacht, ne? Ein paar Sachen würden vielleicht heute noch Spaß machen. Aber, naja. Ist natürlich nicht gerade 4K, ne? Retroabend. Ja, vielleicht machen wir mal einen Retroabend. Wenn ich quasi Hi Blitz. Eine lokale Lebensform nähert sich mir. Bleib ruhig, Morbot. Versuchen wir, die Geschichte nicht zu wiederholen. So. Früher, ganz früher, habe ich... Meine Kresse. Kein Wunder, dass die Mannschaft Panik bekommen hat. Ich bin so froh, dass ich nicht selbst da bin. Keine Ahnung, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, es versucht mit mir zu kommunizieren, aber die Bedeutung kann ich mir nicht erschließen. Versuche, es irgendwie zu grüßen, damit wir zeigen, dass wir in Frieden kommen. So, jetzt darf ich vielleicht mal. Früher, als ganz früher, habe ich mit meinem Vater immer Schiffe versenken gespielt. Ah, ich habe jetzt immer schon die Blätter mit Lineal vorgefertigt. Schön. Retro. Spiel vom ZX80. Ich habe nur ein ZX81. Und ein ZX Spectrum. Mehrere ZX Spectrums. Und ein C64. Und ein C128. Und ein Schneider CPC. Aber kein ZX80. So, die Kreatur verharrt einen Moment in Gedanken. Plötzlich beginnt sie damit, mysteriöse Symbole zu zeichnen, als ob sie möchte, dass du sie liest. Jeder hat doch ein ZX80. Mann, ja. Tut mir leid, ich habe nur ein ZX81. Und der lässt sich wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht im Stream zeigen, also vor die Kamera halten. Aber um das Bild zu zeigen, müsste ich wahrscheinlich einen TV-Modulator erstmal haben, ne? Außer ein ZX80 und Gardinen. Aber die Gardinen, die werden ja in einigen Wochen geregelt, ne? Und halt ein neuer Kühlschrank, ne? So. Es sieht so aus, als hätten sie eine Form von geschriebener Sprache. Bei der Analyse davon könnte ich mehr Glück haben, als mit der gesprochenen Sprache. Oh. Tier. Was? So, jetzt mache ich irgendwas falsch und dann werde ich getötet. Was? Was? Erwachen? Tier. Ich verstehe nicht. Lerne Fremdsprachen. Lerne Fremdsprache, fremde Sprachen. Okay. Übersetze die Symbole, indem du auf alle Wörter oben in den passenden Abschnitt klickst. Eine Gruppe wird durch alle verbundenen Elemente gebildet. Eine Gruppe wird durch die Anzahl der ausgehenden Verbindungen definiert. Was? Eine Gruppe und... Verstehe ich nicht. Das Rätsel ist mir rätselhaft, mir auch. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Also, natürlich übersetzen, aber...
verstehe das nicht. Was? Warum ist das jetzt grün? Ich glaube, ich muss die anklicken, die hier nach oben verbunden sind. Irgendwie. Aber trotzdem finde ich es sehr merkwürdig. Warum ging das jetzt nicht? Das fängt wieder... Ach, das geht wieder zurück? Scheiße, es fängt wieder... Also ich schnall das nicht. Ich schnall das gerade nicht. Ach, Moment mal. Gibt's drei Verbindungen nach unten? Oh. Das war also falscher Gedanke. Gut. Dankeschön. Ich glaube, ich muss die Teile, die oben sind, irgendwie... Ja, hier, guck mal, hier sind zwei, hier ist einer. Ich schätze mal, ich muss die Dinge, die nach unten gehen, mit dem oben verbinden. Weil dass die gleich aussehen. Also jetzt wahrscheinlich das hier. Jetzt das hier. Die Musik ist cool, ja. Ich nehme an hier. Okay, jetzt. Trotzdem merkwürdig irgendwie, oder? Bitte tut mir nichts an, ihr, die aus dem Himmel kommt. Das sage ich extra, nachdem ich euch aufgesucht habe und ihr mich vorher gar nicht bemerkt habt. Die Kreatur hat zwei seiner Arme in die Luft gehoben und hat sie überkreuzt. Ihre Augen wechseln langsam die Farbe zu einem Purpur. Sie scheint sich zu ergeben. Sorge dich nicht. Wir kommen in Frieden. Ich bin nur ein bescheidener Diener meiner Meister. Ich habe stets der Lebensweise der Ehrwürdigen gehorcht. Wir verhalten uns so, als wüssten wir nichts von dem Vorfall. Stimmst du zu? Sag ihm, dass wir in Wahrheit hier sind, um die Wege der Ehrwürdigen zu ergründen.
Ist das so? Wie heißt nämlich unsere Heimat? Wir kommen ja tatsächlich Antworten auf Fragen, die schon seit vielen Umdrehungen suchen. So. Analyse. Mit der Umdrehung meint es wahrscheinlich die Bahn des Planeten um die Sonne. Wir bezeichnen das als Ja. Fühlt euch frei, die Heimat zu erkunden. Ihr trefft mich an den Toren unserer Siedlung wieder. Huh. Offenbar, okay. Beherrscht sie die Art der natürlichen Tarnung. Errungenschaft. First Contact. Aha. Interessant. Ehrlich gesagt, Moment. Nicht wirklich, oder? Wenn es keine anderen empfindsamen Lebensformen hier gibt, wirft das ein ganz anderes Licht auf die Bewohner hier. Das muss eine Statue sein. Der Gedanke, das außerirdische Kunst anfertigen. Lass dich nicht zu sehr ablenken. Du hast keine Ahnung, wie sie dies tatsächlich wahrnehmen. Es würde mich stark wundern, wenn sie in irgendeiner Form die allgemeine Sichtweise der Menschen teilen. Du hast recht. Es ist nur auf eine Art so ähnlich. Ich hätte mir das alles nur vollkommen anders vorgestellt. Also, nachdem ich erstmal erkannt habe, was da überhaupt, was die da wollten, ab dem Moment war es relativ einfach. Blumen. Sie sind so hübsch. Mobot, könntest du herausfinden, warum sie leuchten? Einen Moment bitte. Es sieht aus, als würde das Leuchten nicht von den Pflanzen selbst verursacht. Was meinst du damit? Sie sind durch eine dünne Membran von kleinen Lebensformen umgeben. Diese Lebensformen leuchten. Wow, weit weg von der Erde beobachten wir eine Symbiose zwischen einer Pflanze und einem Mehrzeller. Mobot, nimm bitte eine Probe. Genau, erstmal ein bisschen außerirdisches Leben töten. Die Pflanze zeigt eine perfekte Symbiose zwischen der Pflanzenwelt und einer insektenartigen Lebensform, die eine dünne Membran formen und so ein charakteristisches Leuchten erzeugen. Die Insekten ernähren sich von der Blüte und ihre Ausscheidungen dienen der Pflanze als Nahrung. So. Innenraum der Statue. Insekten. Schneckenförmige Pflanzen. Was für eine interessante Pflanze. Der hochgerollte Teil könnte mir mehr über die Vermehrung sagen. Ich habe hier schon Pflanzen gesehen, die ausgestreckt waren. Ich glaube, zu einem bestimmten Punkt schießen sie hervor. Wie eine Steinschleuder. Überprüfen wir das mit unserer Analysestation. Pflanze. Eine einjährige Pflanze, die ihr Leben durch Selbstmord beendet. Dabei schleudert sie all ihre Samen heraus, wobei für das weitere Wachstum und Leben notwendige Gewebe auseinandergerissen werden. Ganze Menge Sachen hier noch. Ranken. Beobachtung. Diese Ranken sind nicht natürlich so gewachsen. Ja? Warum? Sie sind an den Bäumen festgebunden und formen eine Form von Netzen. Netze? Das klingt nicht richtig. Sie sind zu dick, um etwas zu fangen. Die müssen einen anderen Zweck haben. Lass es gut sein, Rachel. Wir sollten weitergehen. Ein Bürgersteig? Was meinst du damit? Keinen echten Bürgersteig natürlich. Es muss eine Art Laufweg sein. Sie laufen auf diesen Ranken. Lass es gut sein. Das ist eine Formulierung, die ich hasse. Lass es gut sein. Wenn ich das schon höre, ärgere ich mich. Wenn jemand das zu mir wirklich sagt, lass es gut sein, dann heißt das, ignoriere alles, was du für richtig hältst, folge nicht deinen Instinkten, dann lass es gut sein. Okay, ich höre auf, mich aufzuregen. So, kugelförmigen Teil untersuchen. Das sieht aus wie ein Kopf. Meinst du, das hat mit unserer Expedition zu tun? Das könnte durchaus sein. Der kugelförmige Teil enthält eine Art Trichter. Ein Trichter? Wozu? Normalerweise werden Trichter dazu verwendet, flüssige Substanzen abzufüllen, ohne etwas davon zu verschütten. Sehr lustig. Weitere Beobachtung. Eine merkwürdige Vorrichtung ist am hinteren Teil des kugelförmigen Teils versteckt. Sieht so aus, als hätte die Statue mehr zu bieten, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Kugelförmiger Teil. Ich gucke erst die anderen Sachen an. Gemälde. Was zum... Das ist eine gewöhnliche Laserpistole. Was hat die denn hier verloren?
Das Traurige daran ist, dass diese Waffe für die hiesigen Bewohner der Beweis für göttliche Macht ist. Wahrscheinlich ist es eine Reliquie für sie. Unheimlich, dass so ein gewöhnlicher Gegenstand so ausgestellt wird. Das muss eine Menge Zeit gekostet haben. Ich kann sie nicht nehmen, aber ist vielleicht auch ganz gut so. Bizarre Form. Was ist das denn für ein Teil? Es sieht fast so aus wie die Wesen hier. Es ist Teil dieser künstlichen Struktur. Es gibt zwei dieser Statuen. Auf jeder Seite eine. Sieht nicht so aus wie der Alien, den wir gerade getroffen haben. Vielleicht etwas, das sie verehren. Wenn das stimmt, sollten wir keines davon treffen. Innenraum der Statue untersuchen. Es ist nichts drin. Hast du eine Idee, wozu diese merkwürdige Aussparung ist? Vielleicht nutzen die Wesen hier sie, um sich bei Regen zu verstecken. Das denke ich nicht. Es ist nicht sehr. Sarkasmus wirst du einfach nie erkennen, Mobot, oder? Gut, also. Trichter untersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr Informationen über diesen Trichter erhalten kann. Gibt es etwas Bestimmtes, das ich damit tun soll? Trichter untersuchen? Ich bin mir... Apparatur? Klicke auf die Steine, um die Apparatur zu bedienen. Das ist ja toll. Ich weiß aber nicht, was hier... Nichts passiert. Erwartet? Was hier erwartet wird? Ach. Kann ich nur einen davon? Ich kann nur einen davon gleichzeitig einschalten, wie es aussieht. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Eigentlich müsste ich das als Soundboard haben. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Ich kann ja alle... Kratzer untersuchen. Mobot, kannst du dir diese Kratzspuren genauer ansehen? Sie sehen für mich wie eine Inschrift aus. Du hast recht, Rachel. Diese Kratzer könnten einmal mit den Symbolen in dieser Vorrichtung übereingestimmt haben. Ich bestätige deine Beobachtung. Ich kann eventuell einige davon wiederherstellen. Wiederherstellen. Ich stelle die Inschrift wieder her. Lesen. Nach meinen neuen Sprachdaten kann die Inschrift so übersetzt werden. Fließe mit mir, um deine Vergangenheit zu verstehen. Was? Nichts passiert. Mist. Fließe mit mir. Das ist doch mal logisch. Ist das so? Ich habe es noch nicht ganz erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe das Muster noch nicht erkannt. Oder muss ich hier einfach die Zeichen nachbilden? Das kann natürlich sein. Zack. Weil ich nicht weiß, was das oben und unten soll. Na, warte.
Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Also man kann hier von einem zum anderen gehen hier, ne? Hier, nach rechts zu dem, würde ich sagen. Nach unten zu dem. Nach rechts zu dem. Nach unten zu dem. Nach rechts zu dem. Nach oben zu dem. Rechts. Oben. Rechts. Die Frage ist, ob ich dann nochmal weiter muss. Nichts passiert. Mist. Oder? Genau umgekehrt, kann natürlich auch sein. Dass genau der Weg halt eben hier zu sein muss und nicht offen, ne? Versuchen wir es mal. Würde er mit dem Fließen passen? Ah, das stimmt natürlich nicht. Warte. Da. Nach da, 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 nach da. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Ha. Nichts passiert. Mist. Mist. Aber guck mal, hier sind so... Hier so Dingens, ne? So lila. Lila, also als wenn es hier schon mal durchgeflossen wäre, hier so nach rechts, ne? Hier, so zack. Warte. Erstmal wieder alles zumachen. Die Frage ist, ob es an den Stellen nach unten muss oder nach oben. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Die Symbole selbst kann ich zwar anklicken, bringt bloß nichts. Thank you.
passiert. Mist. Also ich kann mir jetzt eigentlich nur denken, dass hier die Inschrift hier nachgestellt werden muss, weil die Symbole gibt es hier ja auch. Nichts passiert. Mist. Ach toll. Resetten kann ich hier wohl nicht. Also hier ist anscheinend hier so Farbe oder was auch immer langgelaufen. So, klapp, 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 so. Aber ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Nichts passiert. Mist. Das Dumme ist, dass man hier auch keine Teilerfolge hat, ne? Anscheinend muss man es gleich sofort alles richtig haben, bevor das hier irgendwas passiert. Also. Wie sorge ich dafür, dass jetzt hier die richtigen Teile, dass diese Schrift hier irgendwie nachgestellt wird. Oder das nur quasi zum Ablenken? Nichts passiert. Mist. Verstehe es gerade irgendwie nicht. Also, Rätsel und so, ne? So. Was du nicht hattest, war den Weg mit den Außenkanten, die man zu verbinden. Den Außenkanten? Wie meinst du das? Außenkanten hier oder was? Oder was? Kannst du ja nochmal machen. Hier, so rüber. Nach unten. Nach rechts. Oder halt umgekehrt. Kann natürlich sein. Nach unten. Nach rechts. Nach oben. Nach rechts. Nach oben. Nach rechts. So, und wie was jetzt zu verbinden? Der erste fehlt. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Die über oder unter den E? Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Nichts passiert. Mist. Oder halt genau umgekehrt. Mit. Den Wegen, die hier quasi belegt sein müssen, ne? Das andere Ende auch. Was? Wie? Was? Wie? Was? Wie? Was? Ja, 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 ja. Aber wie oder wie denn? Hier ist doch das Ende. Und dann?
dass von rechts nach links eine Öffnung ist. Ich verstehe den Satz nicht. Was verstanden, aber... Je ein Weg... Es tut mir leid, ich verstehe nicht, was du meinst. Je einen Weg nehmen... Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass vielleicht die Steine dann genau eben nicht nach unten gehen müssen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Egal. Ja, okay. Warte mal, vielleicht auch... Warte mal, es könnte natürlich auch anders sein. Vielleicht muss ich ja quasi nur an den Dingern vorbei. Warte mal, wenn das hier reinfließt. Wenn ich mal tue, es wird hier reinfließen. Weil hier sieht das ja so aus, als wenn es das tun würde. Ne? Fließt hier rein. Fließt hier hoch. So. Von da aus hier lang. Von da aus. Naja, vielleicht hier. Von da aus nach rechts. Auskennt, aber dann fließt es ja auch irgendwie nicht mehr so viel weiter. Nicht am Anfang. Wartet, lass mich erstmal machen hier. Auch wenn es falsch ist. Nichts passiert. Mist. Das kann ja nicht hier lang fließen, weil es kommt ja gar nicht hier hoch. Also eigentlich muss das ja schon irgendwie unten lang. Denke ich. Andererseits, warum sind dann die Dinger hier nicht gefärbt? Diese Schalter hier, sage ich mal. Mann, ich will das resetten. Kann ich es hier nicht resetten irgendwie? Nach meinen neuen Sprachdaten kann die Inschrift so übersetzt werden. Fließe mit mir, um deine Vergangenheit zu verstehen. Nichts passiert. Mist. Wie gesagt, das Dumme ist, man kriegt ja noch nicht mal Teilerfolge, dass diese komische Farbe oder was das ist, ein Teil des Weges fließt. Damit man erstmal sieht, ob man es richtig macht oder nicht. Oder? Nichts passiert. Mist. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
gehen, da bin ich ziemlich sicher. Nichts passiert. Mist. Ist da was? So, was machen wir einfach nächstes Mal. So, machen wir was. Ich hinterlasse dieses Rätsel einfach meinem zukünftigen Ich. Der freut sich. Ich speichere jetzt einfach und dann gehe ich schlafen. So einfach mache ich es mir. Haha. So, Blitz gibt eine Runde Gummibärchen aus. Dankeschön. So. Ja, also spielen wir fünfmal weiter. Also spielen wir weiter und wahrscheinlich auch durch, denke ich. Auch wenn ich jetzt hier ein Rätsel jetzt ein bisschen gerade nicht Bescheid weiß, aber das macht ja nichts. Das ist schon irgendwie ganz cool. So. Beenden. Zack. Aufnahme stoppen.